5, 4, 3, 2, 1. Ah! Oh mein Gott, ich bin jetzt einfach 19! Es ist so crazy, wenn man darüber nachdenkt, dass ich nie wieder sagen kann, dass ich 18 bin. Und ich habe mein 18. Lebensjahr so krass viel erlebt und... Oh mein Gott. Ich würde jetzt aber sagen, wir sehen uns morgen in aller Frische wieder und dann dekorieren wir alles und fangen an zu backen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade 10 Uhr und es ist Montag. Ich höre schon, dass meine Mama ganz fleißig am Backen ist. Ich habe mir nämlich einen Fanta-Kuchen gewünscht und ich selber werde noch 2 verschiedene Muffinsorten backen. Einmal Haribo-Muffins und dann ganz normale Schokomuffins. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Ich wollte mich gerade eigentlich fertig machen und anfangen zu schminken, bis ich gerufen wurde, dass ein Paar... Oha, wie schön. Hä? Ich habe Blumen bekommen per Postlieferantin. Hä, wie krass. Das ist ja so ein schöner Strauß. Oh mein Gott. Ey, der Strauß ist so wunderschön. Ich liebe ja so rosa und Pinktöne. Und ich weiß nicht, wie diese Art von Blumen heißt, aber ich liebe das, wenn das noch mit den Blumen drin ist. Oh mein Gott, wie schön. Ich öffne mal den Brief. Ich muss gucken, von wem das ist. Ich habe einen Brief gefunden. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin steht. Aber ich würde sagen, lass uns da zusammen reinschauen. Hier ist einmal für die Blumen so eine Flüssigkeit drin. Und... Ah, ich dachte schon, der wäre leer. Ich so, hä? Oh nein! Oh mein Gott, wie süß! Es ist ein Freund von Emmek gewesen. Also ein guter Freund. Also wir verstehen uns untereinander sehr gut. Oh mein Gott! Ah! Schatz! You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. Ich weiß nicht, ob das für Emmek irgendwie eine Tradition geworden ist, aber wirklich jedes Jahr an meinem Geburtstag, wenn ich mich schminke, kommt er mit Rosen. Oh, ah, wie schön! Vor allem, es sind 19 Rosen. Wisst ihr, was die Rosen gekostet haben? Ich will es gar nicht wissen, weil das muss teuer gewesen sein. Und das ist so süß. Geschminkt bin ich jetzt schon, jetzt fehlen nur noch meine Haare. Ich werde aber jetzt als allererstes mal ein paar von den Muffins backen. Dann können die in den Ofen und dann kann ich meine Haare machen. Und wenn meine Haare dann gemacht sind, kann ich die zweiten Muffins machen. Deswegen, und dann fange ich gleich an mit Emmek zu dekorieren. Da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Davon abgesehen kommen 3 Leute. So, ich fange jetzt an mit diesen Haribo-Muffins hier. Das ist einfach eine Backmischung, das geht ja immer relativ schnell. Und zwar habe ich mich hier für diese Zitrone- und Limo-Muffins entschieden. Alles ein bisschen stressig, weil ich meinte, dass sie um 15 Uhr kommen können. Wir haben 11.19 Uhr. Ich mache jetzt meine Haare, muss gleich noch in die Stadt fahren, weil ich glaube, in meiner Heliumflasche ist nicht mehr genug drin. Und bei Lidl gibt es Bettwäsche und die ist immer super schnell ausverkauft. Ich hoffe, ich kriege nachher noch welche. Tada! Meine Haare sind fertig. Ich muss die nachher natürlich noch ausschütteln und auch auskämmen und dann nochmal Haarspray reinmachen. Dann sehen die natürlich schöner aus. Aber ich bin fertig damit. Und jetzt geht's ans Dekorieren und an die nächsten Muffins. Und ich habe ein Paket bekommen. Per Post kam gerade einfach dieser wunderschöne Kuchen an. Und ich habe keine Ahnung, von wem der ist. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, weil gar kein Zettel beigepackt ist. Aber schaut euch mal an. Wie schön ist der bitte? Der ist so wunderschön gemacht, auch mit den Schmetterlingen. Und ich liebe Macarons. Also die Person, die mir den geschickt hat, muss wissen, dass ich Macarons, Himbeeren, Blaubeeren und allen sowas total liebe. Oh mein Gott. So, ich habe mich jetzt noch kurz ins Wohnzimmer gesetzt. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich jetzt alles für meinen Geburtstag an Dekoration gekauft habe. Wir werden nämlich jetzt anfangen zu dekorieren. Ich freue mich so sehr darauf. Ich liebe sowas. Wie letztes Jahr habe ich einmal Papierteller geholt für die Muffins und für die ganzen Kuchen und Snacks. Dann habe ich beim Teddy so ein Ballonset geholt. Da steht Happy Birthday drauf für 3 Euro in so Pink-Lila-Tönen. Dann habe ich eine goldene Girlande geholt für 2 Euro, auch vom Teddy. Für in die Muffins habe ich solche Kronen goldrosanen Pika geholt für 1 Euro. Beim Rossmann habe ich für 2 Euro circa solches
Konfetti geholt für auf den Tisch. Beim Depot habe ich solche Snackschüsseln gefunden für 2,99 Euro. Ich fand, die sahen so süß aus. Beim Depot habe ich dann auch noch diese Kerzen hier gefunden für in den Kuchen, auch in Gold, für 3,99 Euro. In der Metro habe ich dann noch eine 19 gekauft. Und zwar müsste die so um die 1, 2 Euro gekostet haben. Ich weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist das für in den Kuchen eine goldene 19. Dann habe ich nochmal Konfetti geholt beim Teddy für 1 Euro. Und zum Schluss habe ich mir bei Amazon dann noch so ein Party-Set bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau drin war. Also hier waren Ballons und eine roséfarbene 19 drin. Und hier war sehr, sehr viel Stuff drin. Ich packe das gleich mal aus, um zu gucken, was hier alles genau drin war. Hier waren auf jeden Fall unfassbar viele Luftballons drin. Dann waren für die Luftballons solche Bänder hier mit drin. Muffin-Piekser waren auch mit dabei. Und Tischdekoration in Rosé und Silber. Diesmal habe ich auch wieder versucht, die Farben so ähnlich zu halten. Dann ist hier so eine, wie nennt man das denn, so ein Ding, was du dir hier so umschneiden kannst bei. Und nochmal eine roséfarbene 19. Und ja, mit dem ganzen Zeug werde ich meine Mama und Emek jetzt anfangen zu dekorieren. So, wenn ihr sehen könntet, wie es hier gerade aussieht. Es ist gerade ein Ballon geplatzt, wo Konfetti drin ist. Und die eine Zahl fliegt einfach nicht, also die 9. Die 1 fliegen, die 9 nicht. Und ich finde, es sollte generell immer eine Notfallzahl dabei sein, weil es passiert so oft, dass so Ballons platzen oder reißen. Und stellt euch vor, ihr habt Geburtstag. Letztes Jahr hatte ich Sonntagsgeburtstag. Und dann auf einmal geht was kaputt. Ich dachte erst, mein Helium ist leer. Aber hier ist noch was drin gewesen. Heißt, ich habe mir die 50 Euro für eine Heliumflasche gespart. Tada! So, wir haben das Wohnzimmer so gut wie fertig. Wir gehen jetzt noch einmal nach oben in meinem Zimmer, machen da ein bisschen Ballon und noch so eine Girlande hin. Ich dachte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also so sieht der Geburtstagstisch aus. Ähnlich wie von letztem Jahr. Ich fand es nämlich richtig schön. Hier werde ich auch ein Instagram-Foto hochladen. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Würde ich mich sehr über euren Support freuen. Genau, hier haben wir das jetzt einfach alles hingestellt. Die Luftballons kommen gleich auf den Boden. Dann haben wir hier an der Decke die ganzen Heliumballons. Und hier hinten ist dann quasi nochmal der Muffintisch. Hier kommen ja dann die Käsespieße gleich fertig hin. Und dann hängt hier diese Ballongirlande. Ich muss sagen, ich finde die richtig schön. Einfach Teddy 3 Euro, also finde ich unnormal nice. Und dann hier noch den Geburtstagstisch. Da hinten kommen noch Chips rein. Oh, ich finde, das sieht alles so süß aus. Ich finde es so krass, dass man zu Hause so in 3 Stunden oder so alles selber machen kann. Richtig schön. Ist doch dann alles viel persönlicher, als wenn man das machen lässt, oder? Say a bunch of stuff you never mean, yeah. So, ich hatte mich gerade eben nochmal Fisch gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 10.30 Uhr und sind auch schon wieder zurück. Wir haben uns nämlich noch einen schönen Abend alle zusammen gemacht. Und ich kann euch gerne mal einen Einspieler geben. Ich wurde nämlich mit einem Hot Brownie überrascht und diesen Fontänen, das war mir so unangenehm. Alle haben geschaut und ich habe mich so sehr gefreut. Ich würde sagen, ich zeige euch morgen mal noch die Geschenke. Und genau, wir haben jetzt schon wieder alles aufgeräumt. Wir haben meinen Freunden ganz viel Kuchen mitgegeben und ich merke irgendwie immer, dass so weniger dann doch mehr ist. Wir waren jetzt mit 3 Mädels und dann noch meiner Mama Emek. Und es war echt schön. Also es war echt ein richtig, richtig schöner Tag. Und ja, ich zeige euch morgen meine Geschenke. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Ich melde mich morgen wieder bei euch. So, ich bin jetzt inzwischen 3 Tage 19 und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch interessiert, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und deswegen dachte ich, setze ich mich hier nochmal kurz hin und zeige euch, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich würde sagen, wir beginnen als allererstes mal mit dem Geschenk von meiner besten Freundin. Als ich diese Rituals-Tüte gesehen habe, habe ich mich schon so, 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 so sehr gefreut. Und zwar habe ich das Ritual of Ying Set bekommen. Und es trifft sich so gut, weil hier ist mein Lavendelspray drin. Und meins ist fast leer. Dann ist hier, glaube ich, noch ein Trockenöl drin, eine Bodylotion und auch ein Duschschaum. So, so nice. Ich freue mich so sehr über das Kissenspray, was da drin ist. Ich liebe das nämlich. Also einmal dieses Set hier. Dann einmal den roten Duschschaum. Der ist aus der Ayurveda-Reihe. Ich liebe diesen Duschschaum so sehr. Und ich gehe mich wirklich super, super gerne massieren. Ich liebe Thai-Massagen. Und deswegen habe ich noch einen Gutschein für eine Thai-Massage bekommen. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Geschenk. Und das war von Sarah und Armin. Und Leute, ich habe das schon ein paar Tage vor meinem Geburtstag bekommen, weil Sarah aktuell wieder in Österreich ist. Und Leute, ich habe mich so, 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 so sehr gefreut. Also,
Ich finde es eh so krass, dass sie mir einfach was von Louis Vuitton geholt haben. Es ist einer meiner Lieblingsdesignermarken und ich zeige euch jetzt mal, was ich bekommen habe. Ich liebe ja Goldschmuck und es ist ein goldenes Armband gewesen. Und ich liebe auch so diesen Glitzer. Oh, ich glaube, die Kamera fängt das jetzt unfassbar schwer auf. Aber es ist Gold und dann ist da so Glitzer drum und dann ist da das Louis Vuitton-Zeichen drin. Und es ist ein Armband und ich liebe das Armband. Ich hatte das jetzt wirklich jeden Tag an, seitdem ich es bekommen habe. Und ich finde das einfach so wunderschön. Also sie haben zu 100% meinen Geschmack damit getroffen. Von meinem Papa und von meiner Oma habe ich einen Gutschein zum Essen gehen bekommen. Ich freue mich immer mega über solche Geschenke, wo man was mit der Person zusammen machen kann. Ich finde sowas immer richtig schön, deswegen freue ich mich da auch schon sehr drauf. Jetzt kommen wir zum Geschenk, was ich von Emek bekommen habe und er hat so übertrieben und ich habe mich wirklich so sehr über das Geschenk von ihm gefreut, weil es auch einfach so Sachen sind, woran man merkt, dass er mir total gut zuhört, weil ich die Produkte halt einfach liebe. Und zwar habe ich einen Tag nach meinem Geburtstag dieses Produkt bekommen. Das ist ein Lipgloss von Dior in der Farbe 012. Ich liebe den, der ist so wunderschön. Das ist so ein richtig schöner Nude-Ton. Und was das Besondere an dem Lipgloss ist, ist, dass dort einfach mein Name eingraviert ist. Ich glaube, die Kamera fängt das nicht so gut auf, aber oh mein Gott. Also einfach ein Lipgloss, den ich liebe. Plus mit meinem Namen eingraviert und das kam so schön verpackt an. Ich habe mich so sehr über diesen Lipgloss gefreut. Dann rede ich schon sehr lange von dieser Bodylotion hier, die ich unbedingt mal austesten wollte. Die riecht nach dem Parfüm Baccarat Rouge, das kennen bestimmt einige von euch. Und ich finde, die riecht original danach und man riecht die jetzt schon durch den Deckel durch. Die riecht so richtig süß, aber trotzdem sehr gut. Ich liebe ja solche süßen Düfte. Und jetzt hat er mir ein Produkt geholt, was einfach so krass übertrieben war. Und zwar hat er mir einfach eine Jacquemus Handtasche geholt. Ich wollte die Handtasche schon so lange haben. Ich finde die so unfassbar schön. Hab so viel von der geredet und er hat mir die einfach gekauft und ich war so, what the fuck, was ist bei dir falsch? Und ich finde die so perfekt. Das ist die Mini, das müsste die Mini sein. Und ich finde die perfekt von der Größe her. Hier passt einiges rein und halt das rein, was ich halt immer brauche. Sie hat einen langen Henkel, die könnt ihr aber auch nochmal abmachen und dann habt ihr eine kleine Handtasche und oh mein Gott, ich liebe dieses Weiß mit der goldenen Schrift hier. Also ich finde die Tasche wunderschön und ich finde, die passt auch so gut zu mir. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu dem letzten Geschenk, glaube ich. Und zwar von dem Geschenk von meiner Mama. Ich glaube, meine Mama und Emek haben sich da so ein bisschen zusammengetan, weil ich habe von meiner Mama von der gleichen Marke einmal eine Bodylotion bekommen und einmal noch das passende Body Spray dazu. Das ist ein anderer Duft, das ist, glaube ich, Karamell-Vanille. Dann habe ich von meiner Mama zwei Badesalze bekommen. Ich fand das so süß, weil ich war in dem Regal von den Badeprodukten und meinte so, dass ich das hier unbedingt haben möchte und auch das hier. Ich fand die so süß und so ansprechend vom Geruch her. Das hier ist das größte und auch schwerste Produkt, was ich von meiner Mama bekommen habe. Und zwar müsst ihr wissen, ich liebe es zu kochen. Vor allem, ich liebe Gewürze. Ich habe voll die Sucht, was Gewürze angeht. Und ich wollte immer mal die Just Spice Gewürze haben. Aber irgendwie habe ich mir sie nie geholt, weil ein Gewürz kostet ja auch um die 5 Euro. Und das finde ich schon heavy. Und ja, die haben einen Adventskalender rausgebracht. Und meine Mama hat mir einfach den Adventskalender gekauft. Ich werde den auch wirklich dann erst im Dezember auspacken. Aber habe den quasi schon zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen und der war auch so krass teuer, der Adventskalender. Ich finde es voll schön, dass meine Familie und auch meine Freunde, die auf meinem Geburtstag waren, so aufmerksam sind und wirklich darauf achten, was ich mir wünsche oder was ich mal in so einem Satz erwähne, was ich toll finde. Und ich finde, solche Freunde und Familie braucht man auf jeden Fall im Leben. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, ihr schaut auf jeden Fall bei meinen nächsten Videos vorbei. Es kommen nämlich jetzt richtig coole Videos auf euch zu. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!